ist natürlich klasse. 35. Minute, wieder Lindl. Rettet hier den Ball Besitz. Fink, auffällig in dieser Phase als Spielgestalter. Fehler Schönheim und das ist der Schlenzer ins Glück. Tugul Erat, der 21-jährige Türke, erlöst seinen Trainer und erlöst über 30.000 Düsseldorfer Fans in der SP Arena. Schönheim, der versucht zu retten. Aber die Frage ist eigentlich, was macht Haas, der Berliner Keeper, etwa 10 Meter vor seinem Kasten? Eröffnet Erat die Chance, mit diesem wunderschönen Schlenzer das 1:0 zu erzielen. Keine Frage, Schönheim sieht hier nicht gut aus, aber Haas steht viel zu weit vor dem Kasten. Erat erahnt das und der Schlenzer ist perfekt. 1:0 für die Fortuna. Es war überfällig, es war hochverdient, es war ein tolles Tor. Schon sein zweites in erst 5 Spielen. Dieser Erat war eigentlich bei den Amateuren der Fortuna in der zweiten Mannschaft eingeplant. Aber Oliver Reck, der Interimstrainer, holte ihn hoch. Und unter Köstner ist er Stammspieler. Und er dankt es.